derzeit an 12. Stelle. Das wird aber sicherlich nicht so bleiben, denn es kommen noch andere Turnerinnen wie hier Gabriela Potodak. Das gibt es auch, dass nämlich jemand, der so turnt, besonders Mathe und Musik macht. Marc in diesem Falle. Sie gilt als die große Nachfolgerin von Nadja Comaneci und Ekaterina Szabo. Und Sie sehen, diese Vorschusslorbeeren sind sicherlich nicht falsch. Stand, Drehung, drei volle Drehungen, ein Dete. Salto rückwärts gebückt. Auch hier der Doppelsalto sicher in den Stand, also eine Kür insgesamt von hoher Güte. Wir können uns gleich noch mal den Angang anschauen. Radwende und dann praktisch einen gespreizten Flickflack auf das Gerät. Und das alles mit dem Rücken zum Balken. Dort wird ja an sich Boden geturnt. Sie sehen es, alles Elemente, wie wir sie zuvor noch am Boden gesehen haben. Aber eben nur auf dieser schmalen Auflagefläche. Die Sicherheit, mit der hier die Mädchen turnen, grenzt für mich immer wieder an ein Wunder. Der Abgang, der sauber gesprungene Doppelsalto und der ebenso sichere Stand. Bei den Jugend-Europameisterschaften 1988, also in diesem Jahr in Avignon, war sie ja am Schwebebalken Erste. Ihr Vorbild haben wir gesehen. Das ist nämlich Daniela Silivasch, die sie aufgrund ihrer perfekten Technik so sehr bewundert. Maria Kosma, die Dame im blauen Trainingsanzug, die sich zur Seite begab. Gibt es offensichtlich noch einige Schwierigkeiten, die Note zu finden. Aber jetzt ist sie raus, 9,950.